Mit 15 km/h durch Europa. Ein wunderbarer Morgen hier in Nevers. Die Sonne lacht vom Himmel. Es ist frisch, es hat vielleicht 14 Grad. Man sieht hier rüber in die Stadt. Der Campingplatz liegt direkt an der Loire. Allein auf weiter Flur, inmitten einer saftigen Wiese, steht mein giftgrünes Zelt. Gleich nebenan hausen Jugendliche. Sie kommen aus Bochum in Deutschland, haben sie mir längst verraten. Und links von mir hausen zwei Radreisende, die gerade die Kleider wechseln. Als ich das Frühstück zubereite und den Kaffeebeutel umdrehe, kullern nur noch wenige Brösel heraus. Kopf hoch, Gerhard. Bis zum nächsten Aralia Kaffeeshop sind es nur 1067 Kilometer. Mit den letzten Tropfen Kaffee im Blut nehme ich mir die Wäsche vor. Und weil ich es mir wert bin, wasche ich diese mit beiden Händen. Nach dem Wrestling mit den feuchten Kleidern freue ich mich auf einen unterhaltsamen Paddelunterricht. Gerhard, der ist doch für die Kinder. Dann ist es ja okay, denn meine Frau meint hin und wieder, dass ich mich wie ein kleines Kind benehme. Nicht so. Nein. Ja. Was? Echt jetzt? Diese Szene erinnert mich irgendwie an meine Trainertätigkeit. Der Grad, eine Person vorzuführen oder jemandem die Gelegenheit zu geben, dies anderen Teilnehmern zu zeigen, ist sehr schmal. Während ein Teil der Gruppe der spannenden Einschulung folgt, kümmern sich die anderen um das runde Leder. Dabei fällt mir auf, dass die Ballkünstler irrsinnig nahe bei meinem Zelt spielen. Ich gestehe, dass mich das ein wenig nervös macht. Und ich grüble, ob es dem Zelt schadet, wenn so eine Granate einschlägt. Immerhin ist das meine Unterkunft für die nächsten 3 Monate. Um 15 Uhr, das Mittagessen ist längst verdaut, fahre ich in die Stadt. Und ich verrate euch etwas. Margarete, die Leiterin vom Therapie auf Regenbogental, hat angerufen. Sie erkundigt sich, wie es mir geht und berichtet über ein trauriges Familienschicksal. Nicht von ihren Angehörigen, sondern von einer Familie, die eben die Dienste dieses Therapiehofes in Anspruch nehmen könnte. Doch dazu braucht es eine finanzielle Unterstützung. Ich schütte ihr mein Herz aus, dass ich darüber nachdenke, wie ich die Spendeneinnahmen in die Höhe treiben kann. Mit diesen Gedanken verabschiede ich mich von ihr und werfe, bevor ich weiterfahre, einen Blick auf das Zelt. Oh, die Loire ist heute sehr temperamentvoll. Also irgendwie ist es für mich schwer vorstellbar, dass die Jugendlichen durch diese Stromstellen paddeln. Gerhard, wolltest du nicht Bernadette besuchen? Natürlich, ich bin auf dem Weg zur Klosterkirche. Ich glaube, die heißt Saint-Gildard. Gildard? Ja, kann noch immer kein Französisch. Vom Campingplatz bis zur Kirche sind es bloß 2,5 Kilometer. Üblicherweise braucht ein Radfahrer nicht mal 15 Minuten. Du bist allerdings schon über eine Stunde unterwegs. Hast du dich wieder mal verirrt? In der Kirche findet gerade eine Messe oder eine Führung statt. Ich übe mich in Geduld und beobachte ein wenig die Gegend vor der Kirche. Bernadette Soubirous war eine französische Ordensschwester, die als 14-jähriges Mädchen angab, insgesamt 18 Marienerscheinungen gehabt zu haben. 1925 wurde sie selig, 1933 heilig gesprochen. Die Ganzkörperreliquie der heiligen Bernadette zählt zu den Leibern jener Heiligen, die die orthodoxen Kirchen und die katholische Kirche als unverweslich bezeichnen.
Willst du wissen, was am nächsten Reisetag passiert? Dann klicke rechts unten auf das Gesicht mit dem Fahrradhelm und abonniere den Kanal. Das Abonnement ist kostenlos und jederzeit sofort stornierbar.